Okay, der ist schon mal weg. Und der auch. Gut. Sehr gut. Glück gehabt. Die sind echt nicht ohne. Die Todesalps. Die sind echt schwere Gegner. Muss ich echt sagen. Also, Wahnsinn. Die sind echt nicht zu unterschätzen. So, und ich hoffe, ich kriege jetzt dafür wenigstens auch meine... Zumindest eine Kiste. Das würde mir schon reichen. Ja, oder drei Fässer. Das ist auch gut. Aber das Schlimmste, was es ist, wenn so harte Gegner da drin sind, was kriegst du dafür? Ja, so, genau, so war es. Lumpen. Klasse. Letzten Scheiß, den kriegst du dafür. Ah, eine Schriftrolle des Feuerballs. Nicht schlecht. Immerhin. Ja, so leid es mir tut, wir werden wohl oder übel. Obwohl. Nicht bestimmt. Danke. Die Scheiße, die tue ich mir nicht nochmal an. Geistige Berührung für Christoph. Verseuchtes Vital. Das habe ich mir nämlich gedacht. Die beiden sortieren wir gleich ganz weit weg. Damit ich gar nicht erst in Versuchung komme, die zu wirken. Ah, toll, verseuchtes Vital, super. Das ist natürlich Weltklasse. Die kann ich natürlich nicht benutzen. Für die gibt es nur eine Option, nämlich verkaufen. Soll sich irgendjemand anderes damit beschäftigen? Ich habe keine Lust darauf, dass Christoph oder sonst irgendeiner von denen nochmal befallen wird. Die Scheiße mache ich nur einmal mit. Ich habe dazugelernt. Moment, ach, Lilly kann ja nicht, aber sonst stirbt sie mir, ja. Wären das nämlich nicht infizierte gewesen, hätte ich nämlich sagen können, pass auf, wirk einfach mal deine Dings drauf, weil sie kann ja die Disziplin. Und dann sollte es gehen. Aber bei dem niedrigen Blutstand, den sie hat, ist das eher eine gefährliche Aktion. Kann sie ja sonst gerne im Theater machen, weil da hat sie ja genügend Blut. Tut mir leid, wenn das jetzt ständig so hin und her geht. Aber was soll ich machen? Und ich habe keine Lust, den ständig Blutbeutel zu kaufen, weil das die Scheiße, die ich mit Wilhelm durchgemacht habe, da habe ich keine Lust drauf, dass der wirklich drei oder vier Dinger auf einmal wegkloppt. Und dann fällt er mir auch noch tot um. Das muss echt nicht sein. Und dass man die nicht verkaufen kann, das ist sowieso der größte Schwachsinn überhaupt. Warum kann man Pfähle nicht einfach verkaufen? Dass das nicht funktioniert. Ist mir unbegreiflich. Eigentlich kann sie ja noch die andere Schriftrolle der geistigen Berührung noch Christoph geben. Weil es hat nicht beide ausgelöst. Was ist dann mit der anderen? Genau dasselbe. Okay. Kann man die vielleicht auch eventuell wegschmeißen? Bringt bestimmt kein Blut ein. Also weg damit. Brauchen wir nicht. So. Lassen wir einfach hier liegen. Schade um die Rollen, aber naja, aber gut, was soll's. Bisschen mehr Platz im Inventar ist auch nicht schlecht. Bevor da irgendjemand sonst was mit treibt. Mit Charakteren. Ja, ich habe jetzt gerade selber mal was getrunken. Zur Abwechslung. Kehle ist nämlich schon ganz trocken. Kommt mit nach oben und bringt Farbe in eure fahlen Wangen. Ach, da steht sie ja wieder. Sie ist wieder zurück. Oh, der ist noch gar nicht voll, sehe ich gerade. Was ist denn da los? Ja, das ist wohl der Nachteil, wenn man ein bisschen mehr abzapft, dann dauert es natürlich auch ein bisschen länger, bis sie sich erholt haben. Wie sieht's mit dir aus, Kollege? Ah, du hast dich erholt, hervorragend. Die Satanistin schnappen wir uns auch gleich.
Für ein paar Blutspenden. Gut. Ah. Alter Schwede. Ja, wie gesagt, was ich echt schade finde, ist, dass man die den Verbrauch und die Disziplin, die sie einsetzen sollen, dass man das nicht kontrollieren kann. Ich dachte, man könnte das hierdurch kontrollieren, aber nö. Ist der KI scheißegal. Das ist wahrscheinlich einfach nur für den Spieler da, damit er weiß, welche Disziplin er am schnellsten einsetzen kann. Super. Hätten wir uns also eigentlich auch schenken können. Hilfe, Räuber! Gut. Hier oben sind wir durch. Jetzt kommen unsere Opfer unten noch dran. Und dann denke ich mal, können wir wieder zurückkehren zum Tower von London, falls die Zeit bis dato nicht um sein sollte. Oh Herr, ich bin zur Jagd auf die Lebendigen, verdammt! Der letzte Stand war auf jeden Fall noch recht gut. Also da hatten wir, glaube ich, noch um die 40 Minuten Zeit gehabt. Deswegen bin ich mal gespannt. Spätestens dann, wenn das Handy klingelt, weiß ich Bescheid. Ja, ich benutze mein Handy als, für den Countdown. Wie Lilly schon da steht, ey. Reicht. Ja, mit seiner Motorsäge. Das passt am besten zu ihm. Die Motorsäge. Komm her. Perfekt. Allesamt sind voll. Sehr schön. So, dann können wir jetzt wieder das Theater verlassen und mit neuer Energie zum Tower zurückkehren. So. Dann schauen wir mal. Ja, muss ich ja jetzt immer dran denken, dass sie verseucht sind. Aber ich glaube, das zeigt man auch gleich direkt dann an, dass sie verseucht sind. Lilly hat echt wenig Blut zur Verfügung. Dass sie dann so leichtsinnig damit umgeht, das ist Wahnsinn. Ich meine, gut, Pink hat auch nicht sehr viel mehr Blut. Christoph hat genau die Mitte, er hat nur 150. Da frage ich mich, wie kann man das steigern? Das muss es doch auch irgendwie eine Möglichkeit geben, dass man das steigern kann. Also auf natürliche Weise, ohne irgendwelche Items. Aber ich vermute mal, dass es hauptsächlich nur Items dafür gibt. So. Weiter geht's mit dem Tower. Am Anfang des Liedes habe ich so ein bisschen das Gefühl, dass es anfängt, das hörte sich am Anfang immer so ein bisschen an wie Downtown aus Bloodlines. Auch nur der Anfang. So ein bisschen. Mit viel Fantasie hört sich das so an wie Downtown am Anfang. Und dann nimmt das eben halt einen anderen Verlauf. Die alten verlassenen Gemäuer des Towers. Wieso ist da noch eine Spinne? Korrigiere, da war eine Spinne. Aber wieso war die noch da? Gut, ich glaube, hier haben wir soweit alles gesäubert. Auch den Bereich hier, den haben wir ja auch aufgeräumt. Bei diesen Pyramiden frage ich mich immer noch, was die für einen Sinn haben. Ob das auch ein Folterinstrument ist oder irgendwas anderes. Kann ja auch sein, dass das ein Folterinstrument ist. So, dann würde ich sagen, gehen wir direkt auf Stufe 3 hoch. Tower von London, Stufe 3. Und da lacht uns gleich direkt eine Spinne an, wa? Ja, da kommt schon eine Spinne entgegen. Unser Begrüßungskomitee, quasi. Okay, die hat uns schon mal keinen Schaden gemacht. Das war jetzt auch überhaupt nicht zu spät. Nein, überhaupt nicht. So, das wird gleich erstmal gesichert. Da kommen wir also nicht raus. Da schwebt eine Statue in der Luft. Interessant.
Und Lilly hat gleich erstmal einen auf den Latz gekriegt. So. Das war so klar. Es war so klar, dass der Gegner hier nicht fehlen darf. Und natürlich kommen sie lieber zu Christoph als zu den anderen. Na super. Komm, Christoph, hau sie weg. Jetzt mach ihn kalt. Na also, geht doch. Komm jetzt stehen da. Komm schon. Jawohl. Die sind tatsächlich auch schlimmer als die, die wir in den Stephansdom in Wien hatten. Die ging. Die hielten sich echt in Grenzen, aber die hier, die sind echt schon heftig. Die sind wirklich heftig. Da muss man echt aufpassen. Da sehe ich Kisten, aber ich höre auch gleichzeitig Todesalb. Zurück. Zurück. Es ist ein Einzelner. Oh, schlimm genug. Der ist schon mächtig genug. Okay. Das ging gut aus. Der war schnell weg vom Fenster. Bleirohr. Was haben wir hier? Eine Niete. Oh. Ich hasse es, Nieten zu ziehen. Das ist hier schon die dritte Niete, die wir uns gezogen haben. Ich habe es mir gedacht. Uah! Alter. Ich erschreck mich jedes Mal, ey. Ah. Komm, den Todeshalb machen wir hier noch fertig. Und dann würde ich sagen, beenden wir die Aufnahmesession. Die 11. Session im Tower von London. Aua. Zur Hölle mit euch. Komm, haut ihn um. Ihr seid zu dritt, er ist alleine. Lilly hat trotzdem sehr viel von ihrer Lebensenergie verloren. Ach, jetzt hat er diese Stärke gewirkt. Fuck. Das sollte nicht passieren eigentlich, aber hey, was soll's. Gut, dann würde ich sagen, kehren wir jetzt nochmal zurück, um zu speichern. Und dann gehen wir wieder in diesen Bereich hoch. Ich denke mal, wir können noch ein bisschen hier fortfahren dann in der nächsten Aufnahmesession. Beziehungsweise ich werde wahrscheinlich offscreen dann vielleicht sogar meine Charaktere nochmal nachfüllen. War eigentlich gar nicht so verkehrt, das zu machen. Würde ich sagen, liebe Leute, ich bedanke mich bei euch fürs Zuschauen. Ich hoffe, es hat euch bis hierhin gefallen. Und wir fahren dann beim nächsten Mal fort mit dem Tower von London, Stufe 3 mit den Todesalps und den Spinnen. Aber bis dato verabschiede ich mich von euch, wünsche euch einen schönen Tag, einen schönen Abend, was auch immer, wann ihr mir jetzt gucken werdet. Und ich sage nun, euer Viper-Fan sagt ciao, auf bald, bis bald und tschüss. Und vor allen Dingen, bleibt mir gewogen.